Und was sind denn Ihre Tricks? Ja, also der Lothar Seiwert sagt ja dann zum Beispiel, vereinbare Termine mit dir selbst. Haben Sie da auch so einen Trick, was Sie da machen? Absolut. Also zum Beispiel, ich habe einen Fitnesstrainer, mit dem ich zusammenarbeite, oder meinen Boxtrainer. Die Jungs nehmen, wenn du stornierst, keinen Storno. Da versuche ich denen immer verkäuferisch zu helfen. Das geht gar nicht. Und ich gehe meistens morgens vorm Seminar halt um 7 Uhr zu meiner ersten Stunde bei meinem Freund Jörg zum Beispiel, meinem Fitnesstrainer. Und ich käme nie auf die Idee, wenn um 6.20 Uhr der Wecker dann schellt, auch wenn ich mich manchmal selbst rausquälen muss, den hängen zu lassen. Das ist für mich eine Verpflichtung, weil der Kerl steht sonst alleine in seinem Fitness-Tempel in Anführungsstrichen. Und da bin ich einfach zu konsequent dann auch und auch emotional verbunden, dass ich das mache. Und den Tipp von Lothar ist natürlich Gold wert, Termine mit sich selbst einzutragen. Das mache ich ja umgekehrt genauso beim Verkäufer, dem ich sage, trag dir Telefonakquise wie einen festen Termin ein. Da gehst du auch hin zum Auswärtstermin zu einem Kunden und hier musst du dich auch konsequent diszipliniert hinsetzen und das machen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch für unsere Entspannung sorgen, weil ich kenne das von mir, ist manchmal schon schwer, den Schalter umzulegen, weil du hast immer was zu tun. Ja. Und wenn man jetzt nochmal die Frage stellt, Soul at Work Kongress, Sie haben ja hier den Kongress jetzt schon miterlebt, was sind so die ersten Eindrücke? Ja, tolle Veranstaltung, tolle Menschen hier, fand das ganz lustig. Katharina Merlein sagte ja schon vorher, was macht der Limbeck hier, ist sie mehrfach gefragt worden. Eben, ich glaube, ich decke ganz gut das Thema ab, Überholspuren, kann erklären, wie wichtig das ist, dass jeder erstmal seine eigenen Erfahrungen machen muss und ohne die Überholspur, ja, um bei dem Begriff zu bleiben, musste ich ein paar Sachen selbst durchleben, um zu erkennen, dass ich eben auch diese Entspannung brauche. Das heißt, das ist erst gereift sozusagen? Absolut. Also vor 10 Jahren hätte ich hier wahrscheinlich noch nicht gesprochen, hätte gelächelt und gesagt, ja, da gehen die hin, die gewaltfreien Tee trinken, Stuhlkreis bilden und sich gegenseitig den Rücken kraulen. Prima, herzlichen Dank. Sehr gerne.